Willkommen auf unserem Kanal. Bevor Sie mit dem Video fortfahren, vergessen Sie bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um ihn zu unterstützen. Der FC Bayern München ist angeblich in Gesprächen mit dem ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund, Lucien Favre. Die Suche nach dem neuen Trainer des FC Bayern München geht weiter. Nachdem Spitzenkandidat Julian Nagelsmann seinen Vertrag in Deutschland verlängert hat und Ex-Trainer Hansi Flick immer noch in Ungnade gefallen ist, haben die Bayern ihre Suche auf ehemalige Trainer des Erzrivalen ausgeweitet. Neuesten Berichten zufolge gibt es bei der Trainersuche des FC Bayern ein Update. Lucien Favre, der zuletzt fast 4 Jahre mit Max Eberl in Mönchengladbach gearbeitet hat, soll eine mögliche Interimslösung sein. De Zerbi und Zidane stehen nicht mehr auf der Agenda. Favre wurde Mitte der 2010er Jahre durch seine Zusammenarbeit mit Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach bekannt. Der Schweizer Taktiker war auch Trainer von Borussia Dortmund und hätte die Bayern in jenem Jahr fast vom ersten Platz verdrängt. Zuletzt war er Trainer von Nizza in der Liga 1. Bayern München wird es schwer haben, mehr Geld für den Verkauf von Alphonso Davies zu bekommen. Bayern Münchens Star Alphonso Davies wird seit Monaten mit Real Madrid in Verbindung gebracht und der Transferexperte Fabrizio Roma glaubt, dass La Liga eine sehr klare Haltung zu dem Kanadier einnimmt. Real Madrid hat ein sehr spannendes Sommertransferfenster vor sich. Kylian Mbappé wird ablösefrei von Paris Saint-Germain kommen und auch die Transfers von Alphonso Davies und Lenny Yoro sind geplant. Real Madrid verfolgt die Situation von Davies schon fast die ganze Saison über. Persönliche Bedingungen wurden bereits vereinbart und Los Blancos warten auf seine Zeit, sodass sich die Situation beruhigt hat. Die Situation von Alphonso Davies ist für Real Madrid sehr klar. Sie warten darauf, dass Davies das Vertragsangebot des FC Bayern annimmt. Danach ist die Position von Real Madrid klar, dass sie nicht 60, 70 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben werden, der noch ein Jahr Vertrag hat. Real Madrid wird auf einen angemessenen Preis für diesen Sommer bestehen oder sie können bis zum Sommer 2025 warten, aber Real würde ihn lieber jetzt zu einem guten Preis kaufen als zu warten.